Servus, meine lieben Arcadians und Damen, Tetsch, willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Rayman 2 The Great Escape. In der letzten Episode haben wir erfolgreich, oder auch zweimal, weil ich so dumm war und Käfig vergessen habe, die Zufluhr von Stein und Feuer hinter uns gebracht und die zweite Maske des Prolokus geholt. So, jetzt geht's hier an die Echo-Höhlen und jetzt steigt die Schwierigkeitsgrad extrem, weil jetzt geht's hier ans Eingemachte. Ich würde sagen, ich labere hier nicht großartig viel herum. Die Echo-Höhlen sind nicht gerade das, was ich als Lieblingslevel bezeichnen würde, aber ich denke mal, es reicht. So, in diesem Sinne, auf geht's! So, und ihr habt schon gesehen, dass die guten, dass die guten Kameraden hier das Ding hier verschlossen haben. Und wir müssen halt durch diese verdammte Höhle halt rein, ne? Also, unser Hauptziel wird jetzt erstmal sein, hier dieses Ding hier zu öffnen, damit wir in der Lage sind, weiterzukommen. So, und ihr seht schon, da oben ist ein Pfeil. Da können wir aber nicht rein momentan. Und ihr seht auch, da oben ist ein Lumm. Den möchte ich natürlich auch haben. Also, es bleibt spannend, weil wir müssen jetzt alle vier Schalter jetzt erstmal finden, um hier überhaupt weiterzukommen. Und das werden wir auch jetzt tun, indem wir erstmal hier in diese Höhle reingehen. So, da könnten wir jetzt rein. Da gehe ich aber nicht rein. Und da haben wir einen unserer netten Kameraden, die da vorne schon auf uns warten, den wir natürlich mit Freuden das Ding hier auf die Ampel klatschen. Zack. Geil. Jetzt kommen wir auch leider in die Richtung, wo ich nicht mehr so ganz weiß, wo alle Käfige sind, aber wir werden trotzdem in der Lage sein, sie zu holen, das ist sicher. Aber erst hätte ich gerne den Lump. Zack. Damit wir schon mal den ersten haben von den fünf, bevor wir den hier überhaupt vergessen. So, ich weiß auch, dass es jetzt anfängt, dass die Käfige und die Lumps auch richtig schutzgemein versteckt sind teilweise. Und ich hoffe, dass es, ja. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Weil wie gesagt, jetzt geht's ans Eingemachte hier. Und es wird gar nicht mehr so einfach sein, wie es am Anfang den Anschein gemacht hat. So, der erste Schalter ist aktiviert. Das war Schalter Nummer 2. Jetzt fehlen nur noch 3 Schalter, um das ganze Ding hier zu schaukeln. Ich weiß auch, dass hinter einem Baum irgend so ein Lumpf versteckt war. Der ist, den habe ich ganz gerne übersehen früher. Ich glaube, der ist aber in der nächsten im nächsten Abteil nicht hier. Der schändet einfach nur darum die ganze Zeit. Saugeil. Klasse. So. Und hoch mit dir. Die 5 Käfige zu finden, wird natürlich eine Kunst sein. Weil die werden jetzt auch nicht gerade easy versteckt sein. Aber egal, was soll's. So, perfekto. Das war schon mal das Erste. Jetzt gehen wir mal erstmal da hoch. Und gucken mal, was wir da so alles platt machen können. Da ist Schalter Nummer 2, jawohl. Also ihr seht, das ist eigentlich relativ easy. Wird aber leider nicht so bleiben. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal darüber. Perfekt. Das ist auch wieder so eine blöde so ein blödes Murphy-Ding. Die Tür mit den 4 Schaltern gesichert. Ja, das weiß ich auch, Murphy. Okay. Ja, da ist er. Ich weiß nicht mehr, wie viele Lumps es insgesamt hier gibt, aber ja, die sind teilweise knackig. Ja, der. Perfekt. So, Schalter Nummer 3. Das ist nice. So, läuft ja bis jetzt richtig gut. Ich habe die Echo-Höhle ein bisschen schwieriger in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der schwierige Part, der kommt ja noch.
So, zack. Und zack. Und zack. Und hoch. So, jetzt nochmal Acht geben, dass wir hier nichts vergessen haben. Was da hinten dran ist, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Okay, perfekt. So, wunderbar. Damit steht schon mal demnächst im Wege. Perfekt. So. Ach ja, genau, jetzt kommen diese dämischen Plattformen. Mhm. Die drehen sich nämlich. Und ich glaube, ein paar von denen sind sogar Lumps oben versteckt. Ja. Machen wir das auf die Art und Weise. Perfekt. Okay, das war nicht so gut. So. Ich muss nur Acht geben. Ich glaube, hier gibt es nicht so viele Lumps, wo man kriegen kann. Dafür sind sie aber versteckt wie Sau. Okay, ich sehe schon Piranha-Schild. Nicht gut. Okay. Halt, stopp. Lass mich erstmal wieder zurück, falls ich da was vergessen habe. Bevor wir in die Höhle gehen. Ich kann mir das nämlich nicht erlauben, hier nochmal zurück zu oben wandern. Ich meine, wir können zwar den vierten Schalter jetzt aktivieren, aber ich glaube, hier ist da wirklich nichts mehr. Sieht zumindest nicht danach aus. Ne, hinter dem Rad ist auch nichts anscheinend, aber ich glaube, da könnten wir eh nicht hin. So, und zack. Schalter Nummer 4 aktiviert, das heißt, wir können die Escherhöhlen betreten. Sehr schön. Ah, da ist er. Okay, perfekt. So, 20 Lumps haben wir. Ich glaube auch, hier gibt es auch nicht mehr Lumps, wo wir holen können. Das ist soweit jetzt alles. Käfige glaube ich auch nicht, weil die meisten sind in der Höhle, meine ich. So, betreten wir mal die Escherhöhle und gucken mal, wie weit wir da kommen. Boah, ich habe das ein bisschen alles hier noch in Erinnerung. Also langsam drückt mich mal Gedächtnis, glaube ich. Warte mal, ich möchte was austesten. Boah, geil. Geht aber leider nicht. So, bevor wir jetzt weitergehen, weil jetzt kommen wir nämlich zu einem geilen Part. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir in den Menhir-Hügeln die mit dem Fastfischgang geflogen sind? Genau das machen wir jetzt hier auch in den Escherhöhlen durchgehend. Und es ist nicht schön. Das sage ich euch jetzt schon. Vor allem, ihr seht ja auch, dass wir hier extremes Acht geben müssen. Wir können hier nicht einfach so durch die Welt marschieren. Was ich zwar gerne mache, aber nicht empfehlen würde. Weil man kann hier nämlich ganz schnell was übersehen. Guck, wie die hier. Gemein, oder? Da ist man der Meinung, dass man den Käfig und die Lumps hat, dann geht man einfach weiter. Ja, am Arsch, Freunde. So. Und weiter. So, und ich habe auch im letzten Part ja auch gesagt, dass wir den Käfig in der Feenlichtung holen. Da ist er. Könnt ihr euch noch erinnern? Im allerersten Part war das so gewesen, da konnten wir das Ding ja nicht aktivieren. Beziehungsweise fertig machen. Und es lag hauptsächlich daran, dass wir einen Käfig gesucht haben, beziehungsweise den wir nicht finden konnten. Und damit werden wir jetzt den Käfig holen, endgültig. So. Jawohl. Wäre jetzt natürlich eine Schande, wenn ich jetzt vorbeirennen würde. Was aber nicht passieren wird. Boah, ich hab eben gedacht, ich greife das Netz nicht, Alter. Wäre schön in den Tod geflogen eben. Ja, komm. Komm. Bau mir bloß keine Scheiße, Wayman, Alter. Das würde mir jetzt gerade noch fehlen, wenn du hier abkackst. Da kommen wieder die Rußmännchen. Drecksteiler. Nerv nicht, Bruder, nerv nicht.
Jawohl. Und der nächste. Und darüber. Wunderbar, wunderbar. Ah, fuck! Du sollst dich auch festhalten, du Depp! Ach, naja, gut. Goldhände weg, aber gut, was soll's. Das macht nichts. Fuck, ey. Da wollte er einfach sich festhalten. Okay. Schon interessant, dass der Part der Feenlichtung hier auch mit dabei ist, gell? Oh, fuck. Alter. Jetzt reicht, jetzt gibt's Sunde. Jetzt hausch aufs Maul, Bruder. Das tut dir jetzt weh. So, Nummer 1 ist weg. Da ist der Käfig, den wir holen müssen. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Ja, perfekt. So, damit haben wir die Feenlichtung auch zu 100% abgeschlossen, Leute. Das Thema ist durch. Und wieder ab zurück in die Eschehöhle. So einfach geht's eigentlich, gell? Also ich finde, es ist ein nice Gimmick. Das ist geil gemacht. Ich finde es halt geil gemacht damit, gell? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich hier keine Scheiße baue. Ja, das wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich da erstmal landen würde. So. Okay. Okay, okay, okay. Gut, dann aktivieren wir mal das Ding. Ich weiß es gerade noch nicht wie. Ich glaube, ich hätte es eben aktivieren können, aber nein, habe ich nicht. Perfekt. Ach, stimmt, mit dem Fass müssen wir das machen. Oh, Arcadia. Was ist denn los mit dir? Manchmal läuft ja was mit mir falsch, gell? So ab und zu mal, das weiß ich auch, aber man sollte das immer mit Selbsthumor nehmen. Hab ich schon was vergessen? Nein, ich höre auch keinen Käfig. Alles gut. So, weiter geht's. Ah, da ist ja schon einer. Den werden wir uns ganz stylisch holen, Freunde. Achtung. Bäm. Jawohl, 50 Käfige haben wir, Freunde, jetzt. Ja, ist doch geil. Geiler Scheiß ist das. Hol dir dann Scheiß. Oh, wieso muss ich jetzt ausgerechnet an diese YouTube-Kacke denken, Alter? Geil. Und Feuer! Ja, das ist jetzt der schwierige Part, der jetzt kommt. So. Perfekt. Machen wir erstmal den Kameraden hier platt. Und tschüss. So, wo bist du, Käfig? Dann hätten wir nämlich alle, weil einer von denen ist ja ein Kleinling, den darf man auch nicht vergessen. Ah, da ist er. Ah, Raven, nein! Mach keine Faxen, Junge! Ah. Ja, und so kann man einen Loom übersehen, Freunde. Mal wieder. Perfekt. Boah, geil, der hat sogar die roten Dinge aktiviert. Nice. So, jetzt fehlen nur noch 10. Die werden wir jetzt auf dem Weg noch einsammeln. Da haben das ganze Ding gegessen. Sehr geil. Boah, ich sag ja schon, ich habe die Eschohöhlen als Kind eigentlich immer... Oh, shit. Stimmt, da war ja was. Ich habe die Eschohöhlen als Kind immer sau schwer empfunden. Frag mich nicht, warum. Aber es gibt manche Level, die, wenn ich die jetzt im Nachhinein spiele, finde ich die angenehmer... Als wenn ich sie, als Kind gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das auch so geht teilweise. Zum Beispiel die Zuflucht von Stahl und Feuer, die hat schon etwas schwerer in Erinnerung. Ja, ist klar, Raven. Boah, du Vollpfosten, Alter. Geil!
Hätte sich gerade eben mit dem Fass in die Luft gejagt, da wären wir jetzt einfach durchgerannt. Sau nice. Ach, Raymond, Alter. Du machst Faxen, Junge. Du machst Faxen, ey. Das gibt's gar nicht. So. Komm, lass mal aus dieser stinkenden Dreckshöhle hier rauskommen. Boah. Ich freue mich auch schon irgendwann auf den dritten Teil. Hotlum Havoc, der ist auch saugeil. Also den müssen wir auch noch unbedingt mal spielen irgendwann. Der hat's auch in sich. Vor allen Dingen macht der auch Spaß. Und der ist nicht so düster. Der ist zwar auch knackig, aber nicht so extrem. Ah, jawohl. Perfekt. Ah, jetzt muss ich Acht geben. Okay. So, die letzten drei Lumps. Nein! Junge, Wayman! Du sollst die letzte Hoffnung sein. Du kriegst ja nicht mal diesen verkackten Lump, Alter. Jetzt haben wir schon. Perfekt. So, wir haben alle Lumsen, damit alle Käfige freuen. Das heißt, die Escherhöhle ist damit abgeschlossen. Der teleportiert sich einfach auf das Ding. Geil. So, perfekto, Amigo. Sau geil. Und das Piratenschiff da oben, Freunde, das ist leider kein gutes Zeichen. Und das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Das nächste Level gibt eine richtige Hetzjagd. Aber erst müssen wir mit unserem Gruppen Klobi, mit unserem Klobi-Baby, einmal wieder eine Bonusrunde spielen. Und das heißt, es wird jetzt gleich extremst laut, weil ich schäme wieder wie ein Irre auf das Ding. Und eins, zwei, drei. Und das Klobox-Baby ist natürlich strunzdumm und läuft mal wieder in die Richtung, wo es nicht gehen soll. Während der Pirat da oben ganz genüsslich einfach weiterfeuert, wie ein Irre. Geil. Ach ja. Klobi, 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 Klobi. Achtung, jetzt rennt er wieder so dumm den Berg da hoch. Ja, ich finde es so geil. Ich weiß nicht, warum ich das feiere. Ich finde es einfach lustig. So, komm mal, eigentlich mal ein bisschen. Mir tun die Hände weh, Bruder. Bruder! Und zack. So, Mission erfüllt, Freunde. Nice Scheiß. So. Was haben wir erhalten? Goldhände. Die im nächsten Level total sinnlos sind. Die werden im nächsten Level einfach nur sinnlos sein, weil ich weiß genau, ich werde die nicht halten. Ich werde krepieren wie ein Irre. Das weiß ich jetzt schon. Willkommen auf der Klippe. Wir werden jetzt gejagt hoch 12, haben 6 Käfige zu holen und 50 Lumps. Ich bin jetzt mal gespannt. Auf geht's. Noch ist ja Zeit. Das Level kriegen wir noch durch. In der Zwischenzeit. Das Gefangenenschiff, Sklavenmann, Bord 33524. Was ist das? Eure Brutalität, er hat schon 2 Masken. Du dämlicher Affe. Geh und finde ihn, ich will ihn tot sehen. Ja, machen wir eine klare Ansage vom Big Boss. Der will uns vernichten und das wird er auch jetzt leider tun. Also zumindest hat er es vor. Das ist bitterböse, was jetzt hier abgeht. Und ich habe schon verkackt. So, 50 Schlumps, 6 Käfige und eine Hetzjagd. Es macht schon richtig Spaß, ey. Jetzt können wir mal richtig mal Gas geben, Freunde. Wir werden hier mit allem beschossen, was die haben. Roten Raketen und Und die lassen sich nicht schlumpen, ey. Das Problem an der Sache ist, ich bin in solchen Dingen recht schlecht eigentlich. Ich hoffe, dass ich das halten kann. Oder zumindest. Genau. Das Problem ist, wir dürfen ja auch keine Zeit verlieren. Die geben hier voll Gas hoch 12. Boah, alter Raymond. Verarsch mich nicht, okay? Vor allem würde mich mal interessieren, wie wir hier die ganzen Käfige finden sollen. Also das ist nicht schwer, aber es nervt. Die sind auf dem Weg verteilt eigentlich nur. So. Die Hotlumps wären eher interessant. Ah, da ist schon eine. Ich höre ihn. Jawohl. Das ist halt das einzige Gute jetzt mit den Goldfäusten. Die können wir one-shotten. Nein! Ah, fuck, ey.
Also eins müssen wir Klingenbart hier lassen, der lässt sich schon nicht lumpen, gell? Wenn er uns verfisten will, dann will, macht das aber richtig. So. Nein, Wayman, bau keine Scheiße hier. Stimmt, ja, die Raketen, ja. Hm. Oha, habt ihr das gesehen, wie der eben das Ding geholt hat? Wie geil ist das denn? Ich muss mich schweinemäßig konzentrieren gerade, weil das ist ätzend. Ich darf aber auch nichts verpassen hier. Wenn ich da einmal daneben gerannt bin, dann, boah. Alter. Ja, ist klar, Bruder. Warum musst du auf diese verdammte Klippe hier entlang rennen? Zack. Perfekt. So, die Hälfte haben wir schon mal von den Käfigen. Nice. Ah, das ist... Okay, das war richtig assi eben, Alter. Das war so richtig assi. So, jetzt müssen wir uns mal wirklich mal beeilen. Weil das Wasser unten neben steigt und das ist für uns nicht gut. So, und wir müssen auch hier Acht geben. Hier gibt es auch... Nein! Okay, also euer Katie ist ja gerade wirklich am Abkacken. Geil. Boah! Diese verkackte Rakete, Alter! So, jetzt haben wir mal ganz im Ernst. Jetzt machen wir mal wieder den Zockermodus an. Jetzt gibt's hier auf die Fressleiste, Alter. So. Nein, Wayman! Der wird aber auch hier auseinandergenommen, ey, das ist Wahnsinn. Ich muss ihn nur abgeben, weil da gibt es einen Käfig, den können wir nicht vermissen. Der ist auf der anderen Seite, der muss irgendwo... Boah, irgendwie predicted, ich weiß auch nicht. Manchmal bin ich... Manchmal habe ich ja noch einen Gottesmodus, ey. Ja, und das war jetzt total scheiße, weil er mich genau getroffen hat. Glücklicherweise haben wir das Ding geholt. Ja. Und genau da will ich hin. Erstmal will ich die Goldfäuste haben. Und den Käfig. Perfekt. So, den letzten Käfig können wir ja mal wieder ausschließen. Ihr wisst ja warum. Das heißt, einer fehlt jetzt noch. Boah, super, der fehlt mir jetzt gerade. Und tschüss. So, Käfig höchst. Doch, da ist eine. Ah, perfekt, super, wir haben sie alle. Geil. Jetzt fehlen nur die restlichen Lumsen und haben es. Habt ihr gewusst, dass da einer war? Gut versteckt, oder? Ey, wenn man den überseht, Leute, und es geht so schnell, dann hat sich das erledigt. So, jetzt geht's ans Angemachte. Letzte Runde für die Klippe. Damit wir dieses Höllenlevel hinter uns haben. Das Level ist geil, ich find's persönlich richtig geil. Aber es ist halt, ja. Wie es halt so ist, ne? So. Das Schlimme ist, die roten Raketen, die können wir leider... Ah doch, die können wir abschießen. Aber... Nein! Boah, das ist so richtig mies, ey. Das ist so richtig mies einfach nur. Boah, böse. Ja, die beste Methode ist da wirklich über die rüber zu springen, weil alles andere bringt nichts. Nein, Alter! Das ist genau der Moment, wo ich springen wollte und dann fetzt er das Ding da unten weg. Dann setzt er natürlich den Helikopter ein. Super, Goldhände wieder mal für den Arsch. Alter, ihr macht mich fertig, ey. Ja, irgendwann hat mir das halt im Kopf, wann die kommen, gell? Oh, oh nein. Vergiss es. Jawoll. Ich frage mich ja, was den Unterschied zwischen den roten Raketen sind. Ich glaube, das sind Zielsuchraketen, kann das sein? Aber wenn es Zielsuchraketen wären, dann,
Weiß nicht. Da müssten die uns ja eigentlich verfolgen, was sie ja nicht machen. Die explodieren ja einfach nur. So. Ey, der feuert aber mit allem, was wir haben, das Kriegsschiff. Das ist ja Wahnsinn. Wenigstens müssen wir uns jetzt in irgendwelche Käfige Gedanken machen, Freunde. Was eine Hetzjagd. Boah. So. Lums. Immer her damit. Ich hoffe, dass ich so alle kriege, ohne einen zu verpassen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, hier die anzuvisieren jetzt. Ah, perfekt. Und dann werden wir noch hier schön von Bomben, von Zielbuchsuchbomben verfolgt, Alter. Hart. Einfach nur hart, ey. Ich sag ja, die haben keine Kosten gescheut. Die wollen uns mit allem, was sie haben, einfach pulverisieren. Und zwar ohne Gnade. Das ist schon abartig, echt. Schon hart. So. Und der nächste. Und noch einer. Komm, ich will die Lums. Ich darf hier keinen verpassen, ey. Sonst kann ich das Ganze nochmal neu machen. Gut, zur Not würde ich mich halt sterben lassen, dann ist es halt so. Was ich zwar auch total scheiße finde, aber dann wäre es halt so. Ich meine, ich habe 100% versprochen und die mache ich auch. Und da ist der letzte Lump. Perfekt. Alter, wie klatscht die Musik hier wieder weitermacht. Wahnsinn. Oh, jetzt wird es interessant. Jawoll. Gut gedodged, Raymond. Boah, wenn die alles so in die Luft jagen, ist... Nein! 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 Mieser Drecksack, Alter! Nein! Boah, ey, wenn die dir vor den Füßen die Dinger wegreißen, das ist so richtig scheiße. Okay, gut, dann muss ich dazu sagen, ich habe eben nichts gesehen. Das war schon blöd. So. Ah. Boah, das hab ich gewusst jetzt. Zwei Raketen noch. Boah. Stell dich jetzt mal vor, der hätte uns jetzt wirklich noch runter geknallt, ey. Bin ich in der richtigen Richtung gerade, oder? Ich glaube, ja. Jetzt. Und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, euch mal zu zeigen, wie so ein Bosskampf aussieht. Gegen einen Robopiraten. Achtung. Der ist so richtig assi, ey. Erstens mal kann er uns mit einem Shot one-hitten, wenn er uns mit dem Greifhaken erwischt, und zum anderen ist der Ninja-Pirat einfach nur extremst widerstandsfähig, wie ihr seht. Okay, die Musik passt jetzt nicht gerade so wirklich, aber alles gut. Alter Schwede. Nein, das ist ein One-Hit-Kill, ungelogen, das ist ein One-Hit-Kill. Wenn er uns mit dem scheiß Haken erwischt, ist Schichtenschacht. Boah, jetzt aber, ich krieg dich. Nein, fast krieg ich dich. Und tschüss. Ui. Ui. Ui, ui. Ui, ui. Boah. Trotzdem fehlen uns noch 10 Lumps, gell? Aber da oben sehe ich sie schon. Und das Kriegsschiff ballert alles weiter wie ein Irre. Geil. Ja, Megalums. Da oben sind zwar Megalums, diese fettgrinsenden gelben Saftsäcke. Damit hätten wir das Ding auch zu 100% hinter uns gebracht. Perfekt. Alles. Alles geschafft. So, alle Käfige. Und alle Lums. Damit wird die Klippe auch hinter uns. Hätten wir sogar in eine paar zwei Level gepackt. Wie geil ist das denn? Und der Sieg ist dann zu Raven. Und ich war schneller wie der Kleinling. Aber der schied natürlich und teleportiert sich einfach durch. So, ein Minispiel noch, bevor der Part endet. Perfekto. Wieder mal ein Level 100% hinter uns gebracht. Zusammen mit dem, mit der Feenlichtung. So, und jetzt wieder, Freunde. Jetzt zeigen wir mal der Ollen da oben, wie wir rennen können. Und 1, 2,
Auf, komm, Klobi. Gib Gas, du Froschschenkel. Hat er eigentlich schon mal eine Froschschenkel gegessen? Schon mal gerne mal wissen, wie die schmecken, ey. Ach, jetzt gehen die diesen bekloppten Weg. Legt er sich wieder aufs Maul. Nice. Alter, machen die ein Wettrennen rundherum. Ey, warum läufst du einfach nicht geradeaus durch, Bruder? Was soll das? Der ist schneller als du, wenn du so weitermachst. Boah, Alter, das wird knapp. Oh. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Hat er sich aufs Maul gelegt vorher, finde ich gut. Alter, okay, das war jetzt knackig. Das muss ich jetzt echt sagen, wenn wir da einen Fehler gemacht hätten, dann wären wir verloren. So, perfekto. Kriegen wir wieder Goldhände? Nein, wir kriegen volles Leben. Okay. Und Goldhände. Wow, das finde ich nice. Einfach nice. Ach, gute Fee, die werden später mein Nachtgebiet anschließen. Schöne Sache. So. Und damit, meine lieben Freunde, haben wir zwei Level gepackt. Speichern wir ab. Jetzt haben wir nämlich eins meiner absoluten Lieblingslevel. Das Level ist total bescheuert, aber geil. Und zwar das Dach der Welt. Das ist einfach, ich verstehe den Sinn dieses Levels nicht, aber er ist einfach da. Und ich finde es einfach geil. Also dementsprechend freut euch darauf. Da werde ich mich nämlich auch drauf freuen. Wenn wir mit dem Dach der Welt anfangen. In diesem Sinne, meine lieben Arcadians, haltet die Ohren steif. Ich bin Arcadia Supreme, wenn euch der Part gefallen hat, wünsche ich mich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise auch über einen netten Kommentar oder Kritik, man kann ja immer mal was übersehen. Ansonsten, wenn ihr mich in meinem Content unterstützen wollt, mehr Let's Plays sehen wollt, wie Rayman 2 oder andere Let's Plays, weil ich spiele eigentlich durch die Bank weg alles fast, dann würde ich mich darauf freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, um die Arcadia Fanbase wächst, damit die Arcadians untereinander auch ein bisschen mal mit zu tun haben. Nein, dass die Community ein bisschen wächst. Ich freue mich immer über neue Leute und auch immer über neue Arcadians, wo dabei sind. Ansonsten in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Rayman 2, wenn wir hier an der Stelle mit dem Dach der Welt starten. Haltet die Ohren steif, macht's gut und ciao.